Moin und herzlich willkommen wieder bei FIFA 21 mit Werder Bremen. Wir sehen ja schon mal die ersten Spiele gegen Freiburg in der Liga und Union Berlin im Pokal. In der nächsten Kalenderhälfte ist dann auch noch gleich die Partie gegen den FC Augsburg. Und ich würde sagen, bei der Auswahl würde ich am Anfang simulieren gegen Freiburg und im Pokal spielen und Augsburg spielen. Und die nächste Folge, die wird dann so richtig interessant mit Liverpool, Bayern und Dortmund. Und gleich so drei krasse Mannschaften auf einmal. Da würde ich dann noch eine Ausgabe machen. Und ja, nächstes Mal alles drei spielen. Aber das ist erst morgen. Bleiben wir erstmal hier heute und schauen uns die Tabelle an. Unsere Gegner Augsburg und Freiburg relativ weit unten. Man hat es kurz gesehen. Wir sind ganz oben. Sieht bisher ganz gut aus die Saison. Aber man muss halt auch dazu sagen, jetzt mal so eine Schwächephase, wo man drei, vier Spiele nicht gewinnt. Und das geht auch ganz schnell wieder zunichte gemacht. Spiel 1, Werder gegen Freiburg. Anstoß Bremen, ja, und dann passierte lange nichts, aber auch so rein gar nichts. Nach 70 Minuten nicht mal irgendein Torschuss. Jetzt vielleicht mal Bremen in der Simulation, aber Flanke ins Nichts. Man sieht, glaube ich, das Problem der Partie und deswegen würde ich hier mal schnell selbst eingreifen. Und 10 Minuten passiert weiterhin nichts, aber dann Maxi Eggestein mit einem Torversuch. Das war schon eine Steigerung im Vergleich zu dem, was sonst hier so vorgekommen ist im Spiel. Ecke Werder, Möwald bringt ihn rein, Wechhorst ist da, 1-0. Ist doch schön, wenn man einfach merkt, dass Transfers funktioniert. Wechhorst hat einfach in Kopfballduellen eine enorme Präsenz da vorne. Und doch eine recht gute Wahrscheinlichkeit, eine Ecke reinzuhauen. 9. Tor. Und kurz zum Schluss nochmal Werder Bremen, Möwald zu Wechhorst. Keeper ist dran, Ball landet bei Möwald. 2-0, Werder Bremen. Hat sich doch gelohnt, hier kurz nochmal einzugreifen. Also ein echt lahmes 0-0 unentschieden wäre ja auch ziemlich langweilig gewesen. Möwald sogar mit seinem ersten Saisontor. Dann wird das Endergebnis Freiburg weiterhin ohne Schuss aufs Tor. Ja, wir mit 5-4 ist jetzt auch nicht so überragend, aber es hat gereicht. Füllkrug ist insgesamt dankbar, dass er hin und wieder spielen darf und das ist eigentlich auch in Ordnung. Spielt halt hin und wieder als Ersatz für Wechhorst. Das ist dann auch gut so, schön, dass er sich darüber freut. Wir gehen rein in die nächste Partie. Pokal, 3. Runde. Oder auch Achtelfinale, Werder gegen Union. Auch mal Dortmund ist noch drin, Bayern ist noch drin, Leipzig. Fehlt Leipzig womöglich schon. Habe ich zumindest eben beim groben Überfliegen nicht gesehen. Das wäre auf jeden Fall eine gute Nachricht, wenn eines der Top-Teams schon mal weg ist. Unsere Aufstellung, das gewohnte 4-1-2-1-2, also beziehungsweise 4-4-2. Bin mal gespannt, wie die Union Berliner spielen. Max Kruse auch dabei. Bin gespannt, wie er sich schlagen wird. Wir haben also ein 3-5-2. Kruse im offensiven Mittelfeld. Hoffen wir mal, dass er jetzt gegen Bremen nicht ganz so gut drauf ist. Wie auch immer, Werder mit dem Anstoß. Und früh mit der ersten Chance. Zobnin. Pass auf Wout Wechhorst, dessen Schuss wird gehalten, aber dann pfeift der Schiedsrichter plötzlich. Hat mich ein wenig überrascht, da Foul von Hübner. Nehmen wir an, wir sehen es gleich nochmal kurz. Es ist akut verdeckt, also ich weiß nicht, ob man den Elfmeter jetzt wirklich hätte geben müssen. Rashica gegen Silvestri. 1-0, Werder Bremen. Nach einem, sagen wir mal, akut glücklichen Elfmeter. Führung und hier und Elfmeter schießt sich weiterhin in diesem System, sodass sie sicher aufs Tor gehen. Aber halt mit geringer Schusskraft ist dann immer ein bisschen Glückssache, dass man halt die Ecke erwischt, wo der Keeper gerade dann nicht hinspringt. Weiter Werder, Ecke zu Wechhorst, 2-0. Und in der 9. Minute, man hat den Eindruck, dass dieses Pokalspiel irgendwie auch wieder vorbei ist. Wechhorst hat ja eben schon gegen Freiburg per Ecke getroffen. Jetzt also auch hier, seine Stärke in Kopfballduellen ist einfach wunderbar.
Neunte Minute. Okay, es bleiben noch 80 Minuten. Mal sehen, ob Union da was einfällt. Jetzt jedenfalls mal Trimmel mit einer Flanke in die Mitte zu Schriegers. Ganz gute Chance. Glück, dass der nicht drin war. Kurz darauf auf der anderen Seite. Felix Agu rüber zu Rashica. Gehalten. Halbe Stunde. Jetzt darf Union wieder. Schön im Wechsel bisher. Coco. Rüber zu Gaston Schrivers. Komische Szene. Der Ball. Also man dachte eigentlich, dass Pavlenka den Ball schon am Anfang hat. Aber Hauptsache, er hat ihn jetzt irgendwann noch. Dann wieder Werder Bremen. Die Leute. Rashica. Verpasst ihr das 13-0. Was der Trainer nicht fassen kann. Union Berlin. Baston zu Poco, der auf Schrivers. Baston, ich bin mir gar nicht sicher, wer den Ball hat. Und plötzlich ist er dann doch drin. Von einem gewissen Standpunkt aus durchaus verdient. Partie ging ja munter hin und her, aber doch etwas unglücklich, weil der Schuss wird zum Torschützen abgefälscht. Das war am Ende Schrivers. Bin mir nicht ganz sicher, wie man den Namen korrekt ausspricht. Aber ja, 2:1 für Werder Bremen. Union hält sich besser in der Partie, als man jetzt gedacht hätte, da es nach 9 Minuten schon 2:0 stand. Werder Bremen, zweite Hälfte, mit sehr, sehr viel Glück, 3:1. Also das Ergebnis spiegelt die Partie bisher nicht so ganz wider, weil wir einfach viel mehr Glück haben bei unseren Abschlüssen und Angriffen als Union, weil das der Abpraller genau zu Wechhorst geht. Oder der Elfmeter vorhin war ja auch halbwegs geschenkt. Naja, 3:1. Wir wechseln ein bisschen. Möwald kommt rein für Bender. Eggestein geht ins offensive Mittelfeld und Lars Bender geht in die rechte Verteidigung. Und vorne darf Füllkrug rein. Wir haben jetzt also wieder zwei kopfballstarke Stürmer. Und Union mit dem nächsten Angriff von Kruse. Schön gehalten. Zweiter Versuch auch so gerade noch abgewehrt. Also sie bleiben auf jeden Fall dran. Konterangriff Werder Bremen. Bittencourt zu Wechhorst. Der Mann Doppelpass. Rechte Seite, Felix Agu wieder in die Mitte. Frage, wer hat jetzt mal Platz? Hier vielleicht Rashica. Augustin, sondern nochmal auf Rashica. Zweiter Versuch drin. Und man muss dazu sagen, ich hatte den Wechsel halt schon eingegeben, dass Füllkrug für Rashica reinkommt. Aber es gab seitdem noch keine Spielunterbrechung wieder. Und auch dieses Tor ist ein Stück weit sehr glücklich, dass wir da den zweiten Ball kriegen und die Flanke von Augustin schon dann so schön bei Rashica ankommt. Jetzt war gerade der Wechsel ganz, ganz kurz zu sehen. Wieder Union Berlin. Baston. Dribbelt sich da ein bisschen Ball, die Mitte abgewehrt und plötzlich die Riesenchance, aber nicht das Tor. Eieieiei. Was hat Union doch für Chancen im Spielverlauf? Werder dabei, Wechhorst. Kopfball dann, ja, nicht ganz so stark. Flanke war auch nicht optimal. 10 Minuten noch, Füllkrug. Einfach mal aus der Distanz, aber schön gehalten. Die letzten Minuten Bremen dann doch etwas stärker. Zogen ihn auf Eggestein, 5:1. Und ja, was soll man sagen? Das Ergebnis wird der Partie einfach nicht gerecht. Sicher war Werder insgesamt gesehen offensiv stärker, das wird die Statistik gleich auch nochmal zeigen. Aber 5:1 ist ein bisschen heftig. Also 5:3 oder 4:2 hätte das vielleicht besser ausgedrückt. Aber ansonsten nehmen wir natürlich auch gerne diesen hohen und klaren Sieg mit. Und da kann man sich auf die nächste Pokalrunde freuen. Finanziell, ja, lohnt sich natürlich weiterhin nicht so recht. Wenn wir jetzt in der zweiten oder dritten Liga sein, wäre das natürlich großartig hier. 600.000 Euro, aber so nicht direkt. So, nächsten Monat geht es auch schon weiter im Pokal, ist also noch ein Moment hin. Dann gegen die TSG Hoffenheim im Viertelfinale. Gehen wir rein in die letzte Partie der heutigen Folge. Werder Bremen gegen Augsburg am 14. Spieltag. Olsen bei Augsburg im Tor, davor Pedersen, Udukay, Tuloy und Gumni, Kedira, Strobel, Vargas, Bullock und Zahn10. Und Soares vorne im Sturm, insgesamt gesehen ein 4-5-1-System. Unsere Aufstellung soweit eigentlich wie immer, denke ich. Die
experimentiere halt nur sehr, sehr wenig rum. Sobald eine Elf auf dem Platz ist, die halt die allermeisten Spiele gewinnt oder zumindest gute Ergebnisse abliefert, und das haben wir ja derzeit. Auf geht's, Anstoß, Augsburg. Werder mit der ersten Chance, Felix Agu auf der rechten Seite zu Bittencourt, der zu Wechhorst, so gerade noch abgefälscht, wird bei FIFA 21 ja immer wieder sehr, sehr viel abgefälscht, Ecke Werder, der Ball kommt zu Eggestein und geht ein gutes Stück vorbei leider. Dann mal der FC Augsburg, langer Ball zu Vargas, kommt an, der gibt ihn direkt in die Mitte zu Willock, war das alles dann nicht Ganze so gefährlich. 20 Minuten wäre das wieder dran. Wechhorst zu Lias Bender. Der versucht es mal aus der Distanz, sah ganz ordentlich aus. Aber halt doch ein Stück daneben. Weiter Werder Bremen. Maxi Eggestein in die Mitte zu Wout. Wechhorst. Gut getroffen, aber ja, nicht so gut platziert. Genau auf den Keeper. Halbe Stunde die Heimmannschaft in den weißen Trikots. Willock auf Suarez und plötzlich ist der Ball drin. Kam jetzt so ein wenig aus dem Nichts. Augsburg, ja, hatte ja schon eine Chance, die jetzt nicht so arg gefährlich war. Plötzlich hier die Zuordnung stimmt nicht ganz bei Bremen. Die Verteidiger laufen knapp hinterher. Pavlenka steht vielleicht ein wenig unglücklich und so die Führung. Naja, wer da noch mit jeder Menge Zeit? Lias Bender. Olsen mit einer schönen Parade. Eckball zu Wout. Wechhorst. Ach, knapp vorbei. Er hat ja schon in den anderen beiden Partien heute per Ecke getroffen. Kurz vor der Pause. Augsburger Ballgewinn. Recht weit vorne. Wäre das Abwehr nicht sonderlich glücklich. Und also wenn man so sagen muss, das 5:1 gegen Union Berlin war ein bisschen hart vom Ergebnis her. So ist dieses 2:0 für Augsburg auch nicht sonderlich dem Spielverlauf entsprechend. Müssen wir sehen, dass wir das im Durchgang 2 jetzt ein bisschen besser hinkriegen. Möwald kommt rein für Bender und auf geht Werder mit dem Anstoß. Augsburg erstmal mit der Chance. Suarez rüber zu Willock. Der zu Vargas. Also, es ist nicht so, als ob unsere Abwehr viel zulassen würde von Augsburg. Aber irgendwas stimmt hinten in der Zuordnung nicht. Jeder Pass dadurch kommt fast an. Also Augsburg mit sehr wenig Chancen plötzlich 3:0 vorne. Stunde rum inzwischen. Wout Wechhorst. Und ja, der Augsburger Keeper hält auch noch alles, was auf sein Tor kommt. Ist nochmal besonders schlimm. 25 Minuten mit kurz zu Eggestein. Ja. 10 Minuten. Jetzt vielleicht Wout Wechhorst. Da ein bisschen zu spät geschossen. Da ist der Keeper da. Und man muss sich mit dem Gedanken nicht anfreunden, aber man muss ihn akzeptieren, dass wir tatsächlich unsere erste Niederlage hinnehmen müssen. Auch hier wieder eine starke Parade. Ja. Es ist die erste Niederlage in der Bundesliga diese Saison. Warte mal, im Pokal haben wir nicht verloren, im DFB-Pokal, in der Champions League glaube ich auch noch nicht. Also es ist wahrscheinlich tatsächlich die erste Niederlage dieser Saison. 3:0 gegen Augsburg. Die waren eigentlich gar nicht so überragend besser, haben aber einfach dreimal da schön zu Ende gespielt. Irgendwie, ich hätte jetzt erwartet, dass das heißt, die Serie, wenn wir gegen Bayern spielen oder so, mit denen nicht verlieren. Wie auch immer, wir haben ja noch ein paar Punkte Vorsprung und wir spielen auch nächstes Mal gegen Bayern sich gerade. Dann an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn.